kennen Sie das? Sie schalten das Radio an und da dudelt so ein uralter Song raus und Sie singen auch noch mit. Genau solche Ohrwürmer spielt die Stuttgarter Coverband Hit Boutique nach in ganz eigener Version. Und das so gut, dass Harald Schmidt die Band sogar in seine Produktion in Stuttgarter Staatstheater eingeladen hat. Und seitdem ist Hit Boutique berühmt. Big in Japan, tausendmal gehört. Und so ein klarer Fall für die Hit Boutique. Nur klingt das dann statt so, so. Eigentlich ist das Motto von Hit Boutique ja, wir spielen all das, was man nicht mehr hören kann, aber mitsingen. Ändern eigentlich alles an den Stücken, bis auf die Melodie. Wir verändern sie rhythmisch. Also da kann aus irgendeiner Rocknummer einfach eine Jazz-Swing-Nummer oder eine Latin, also Bossa Nova-Nummer werden. Und wir verändern sie auch harmonisch. Das heißt, es werden andere Akkorde zu der Melodie gemacht. Die vier kennen sich schon lange, privat und aus der Stuttgarter Musikszene. Seit rund 3 Jahren sind sie die Hit Boutique. Sängerin Lea ist zuständig für die Stimmung auf und vor der Bühne. Matthias Klein spielt. Wie lange noch? Max Braun Gitarre. Und Andreas Zbick Schlagzeug. Jeder hat noch mehrere andere Bands, aber Hit Boutique ist ihre Lieblingsband. Die Zielgruppe? Jeder, der sich irgendwie noch an die 80er und ihre Musik erinnern kann. Die da komponiert wurden mit den Melodien, sind eigentlich grandios. Sonst wären sie auch nicht so weit gekommen. Nur unserer Meinung nach ist die Verpackung ein bisschen falsch. Und die Reaktionen auf den Konzerten geben uns auch ein Stück weit recht. Also so, wenn die Verpackung stimmt, dann ist es plötzlich für jedermann da. Manchmal muss Lea auch auf ihre Jungs verzichten. Beim Musical Der Prinz von Dänemark im Stuttgarter Staatstheater rocken sie im Orchestergraben. Affairs and games. Und begleiten auch Harald Schmidt. Macht Tiere Spaß. Du darfst auch mal raus aus dem Graben, ne? Ja, ich darf auch auf die Bühne klettern. Winter, Spring, Summer or Fall. Bei der Hit Boutique stehen die Musiker im Mittelpunkt. Dementsprechend schick wollen sie aussehen. Dieten covern? Macht man das mit Mitte 30? Ich wusste noch nie, was cool ist. Ich bin auch, als die Mädchen in meiner Klasse schon Dauerwellen hatten und in die Disco sind, bin ich noch mit dem Walkie-Talkie und der Lupe durch unseren Ort gerannt und war Detektiv. Also ich war noch nie cool. Und ich glaube, wichtig ist immer, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man tut, weil dann kommt es auch stimmig rüber. Den Spaß geben sie ans Publikum weiter. Und auch die zweite CD soll bald erscheinen. Denn die Liste der Hits, die auf Rehabilitierung warten, ist lang.